Herzlich willkommen zurück zum Grauen in der Tiefe. Mal schauen, wo uns denn die nächste Mission hier hinbringt. Bin jetzt mal wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, vom letzten Mal hatten wir auch nur Glück hier, dass wir von dem Kampf noch rausgekommen sind, weil die Gesundheit, glaube ich, war sehr, sehr weit unten. Ne? Ja, wir müssen natürlich jetzt wirklich schauen, dass wir so schnell wie möglich die Küche auf Vordermann bringen. So, komm. Ja. Kommt mir das nur so vor? Oder ist es schon wieder lauter? Mir kommt es auf jeden Fall so laut vor. So. Nicht genügend Metall. Scheiße, wir brauchen 12 Metall. Ihr seht ja, Gesundheit ist wirklich sehr, sehr weit unten von unseren Leuten. Wir haben zwar hier noch einen Erste-Hilfe-Koffer. Ah ja, bei ihr hätten wir noch zwei. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. 6 Energie, das haben wir sowieso nicht. Wir können aber jetzt... Jetzt warte mal, wir bräuchten hier 20 bis 26. Also dann hätten wir hier 50 bei ihm. Dann wären wir hier eigentlich wieder voll. Sauerstofftank. Tja, wir könnten aber nur 2 Medikits mitnehmen. Wenn wir ihn halt jetzt mitnehmen, dann bräuchten wir sie nämlich nicht. Okay, Leuchtfackeln können wir eigentlich wirklich raustun. So, dann würde ich sagen, wir nehmen die 3 hier. Also wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Metall für unseren Speiseraum. Ermöglicht den Einsatz von Vorräten, um Crewmitglied an Bord der USS Salem zu heilen. Und genau das brauchen wir nämlich. Enigma-Buch. Da glaube ich, können wir eh nichts machen. 50 Hinweise. Shit. Ja, und wenn wir uns ausruhen, dann steigt ja die Fäulnis hier. Tja. Wollen wir es mal probieren oder nicht? Nein, ich glaube, wir probieren es nicht. Wir gehen in die Mission. Signalortung. Genau, hier gehen wir rein. Ah, wir können nach Zusatzmissionen schauen. Das machen wir jetzt mal. Vielleicht ist es hier gar nicht so schlimm, wenn wir mal nur uns Beute und so weiter holen. Hey, jetzt muss ich ja trotzdem mal schauen, wieso die Musik hier so laut ist. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich hoffe mal, das stürzt nicht ab, wenn ich hier rausgehe. Machen wir hier mal ein bisschen leiser. So. Also, ich glaube, dass wir jetzt erstmal ein Medikit verwenden. Das werden wir auf ihn machen. Dann bei... Auf ihn. Und dann nochmal eins. Ah, zu weit entfernt. Shit. Jetzt wählen wir das mal ab und gehen mal zu ihm hin. So. Gesundheit schaut jetzt eigentlich relativ gut aus. Also wir schauen jetzt erstmal... Ah, Moment. Beutemission. Der Scanner hat einen Ort gefunden, an dem sich seit dem Untergang die USLM überall verstreut Spezialvorräte aus dem U-Boot befinden können. Dein Einsatzziel lautet, die Vorratskiste zu bergen. Du musst dich jedoch beeilen, da es für diese Mission ein Zeitlimit gibt. Wo ist das Zeitlimit? Schließen. Also nur das Gebiet für Zusatzmission zu scannen. Okay, das wissen wir ja. Also. Zeit. Das muss ja dann das hier sein. Aber was heißt das hier oben? Es gibt auf jeden Fall 9 Kisten. Und ihr seht auch... Ah, 12 Runden. Schaut euch das an. Und vor allem, es gibt auch Gegner. Na, da haben wir schon jemand. Jetzt warte mal, wir gehen jetzt mal... Ah, hier drüben ist er. Ja, mit
ihm können wir nicht mehr. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Aber er hat nicht mehr viel Gesundheit. Dann lassen wir ihn jetzt einfach mal spielen. Aber das ist natürlich das Problem, dass jetzt andere nämlich zu uns kommen. Ja, das ist nämlich das. Der versucht... Ah, der ja, der hat uns noch. Jetzt warte mal. Wir werden... Oh, wir können da gar nicht hin. Wir können da gar nicht hin. So, wir haben auch nicht wirklich was zum Schießen. Verteidigungsstellung, Meisterkämpfer. Ja doch, wir gehen jetzt mal hier vor. So. Eine Harpune... Ah, shit, jetzt sehen wir aber den nicht mehr. Kacke. Dann gehen wir jetzt erstmal nur hier hin. Dass wir wenigstens einen aufdecken. So, dann ist der nämlich schon mal weg. Sehr gut für uns. Okay, die haben natürlich das Nervengift in sich und das ist nämlich scheiße. Ja. Das ist wirklich kacke. Hier müssen wir nachladen. Müssen wir schauen, dass wir den auf jeden Fall wegbekommen. Naja, und hier kommen wir auch nicht in Reichweite von ihm. Aber dann gehen wir jetzt mal hier hin und öffnen wenigstens schon mal eine Kiste. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind noch Gegner hier? Aber wir finden kein Metall. Das ist irgendwie ärgerlich. Nervengift macht überhaupt nichts. Wir können mit ihm eine Harpune schießen. Ich hoffe... Ja, der ist weg. Perfekt. Oh nein. Da ist die nächste Kiste. Ja, shit. Shit, 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 shit. Dann gehen wir dahin. 9 Runden haben wir noch. Ich weiß ja nicht, was ist, wenn die Zeit hier abläuft. Oh, jetzt haben wir aber nicht mehr viel hier mit unserem... mit ihm. So, den haben wir erledigt. Gehen wir mit ihm hier hin. Oh, was ist jetzt? So. Dass wir aber hier kein Metall finden, ist komisch. Was macht denn der jetzt hier? Unheimliche Aktivität. Also hier sind auf jeden Fall... Was kommt denn hier jetzt raus? Unbekannte Kreatur. So, jetzt gehen wir aber trotzdem mal... Ey. Na, hier müssen wir auf jeden Fall... Jetzt werden wir hier mal auf Nachladen gehen. Oh, daneben. Ja, ist ärgerlich. Ja, gehen mit unserem Koch bis zu der Kiste. Aber was ist das? Oh, hier ist Metall, das brauchen wir. Dann können wir auf jeden Fall jetzt schon mal unsere Kiste hier machen. Das müsste man nur hier treffen. Ja, der ist weg. Perfekt. Und du bleibst mir bitte mal in der Nähe. Ah, da kommt schon wieder so ein Ding raus. Nein, können wir untersuchen. Moment. Das werden wir auch untersuchen. Dann wissen wir auch gleich, was das hier für ein neues Monster denn ist. Heißt die mutierte Sy... Was?
Syphosaur bildet sich plötzlich unter den Füßen von Leutnant Commander Clark, ein Geflecht aus knochenweißen Ranken. Was war das für ein Geschöpf? Wie eine verschimmelte Frucht verbreitet die sterblichen Überreste dieser Kreaturen und Fäulnis in ihrer Nähe. Ein Träger der Fäulnis, aber zu welchem Zweck? So, 10 Hinweise. Ja, aber wie ist es jetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist? Müssen wir uns vorher zurückziehen? Sterben wir vielleicht dann? Ich weiß es nicht. Also wenn wir uns nicht selber zurückziehen. Das ist halt die Frage, was ich natürlich nicht weiß. So, gehen wir mal da eins vor. Wir haben fast keine Zeit mehr, schnell. Ja, ich weiß. Ich weiß. Gehen wir hier hin. Mit dem nehmen wir die Kiste. Dann haben wir 7 von 9. Okay. Frage ist halt nur, wie viele Gegner jetzt sich hier unten nur befinden. Ich weiß es nicht. Wollen wir es jetzt mal probieren, die Zeit einfach ablaufen lassen? Nur die haben aber halt auch nicht mehr viel Gesundheit. Das ist natürlich das nächste Problem. Ah, hier hinten ist die andere Kiste. Oh, das sind die anderen 2 Kisten. Ich will aber gar nicht so weit nach vorne laufen. Ja, wir machen jetzt mal so, wir gehen. So, also ihr seht, wir haben fast keine Zeit mehr. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Gegner ist. Schaut nicht so aus. Okay, mit dem Captain. Bitte lass jetzt hier kein Gegner mehr sein, weil dann können wir nämlich schön abhauen. Mission erfüllt. Evakuieren. Ja, also wir müssen uns wirklich evakuieren. Oder geht es jetzt automatisch? Was war das jetzt? Da hinten waren doch auch nochmal 2. Okay, wir hauen mit ihm jetzt mal ab. Mit ihm auch. Und mit ihm können wir nicht. Also wenn jetzt natürlich noch ein Gegner kommt, haben wir ein Problem. Kommt aber keiner. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass hier hinten nicht noch 2 Kisten waren, weil das wäre natürlich saublöd. Beute. 15 mal Informationen ist nicht viel. 10 mal Metall. Ja, aber was haben wir jetzt von dieser Beute her bekommen? Aber wie heilen sich jetzt unsere Leute überhaupt? Metall, okay, also hier bekommen wir plus 8 Heilung zwischen den Missionen. Wir haben aber jetzt hier oben, warte mal, wir können aber was herstellen. 5 und 1, da können wir auf jeden Fall 2 herstellen. Ja, also ihn nehmen wir auf jeden Fall mit. Sie, und die sind halt schon verdammt weit unten hier. Okay, aber wir nehmen, na, ihn nehmen wir mit, ihn weg und sie dazu. Also. Energie haben wir 11. Da können wir natürlich weitermachen. Mit dass wir hier. Okay, Chemikalien zu bergen. Kupfer. Da brauchen wir Metall. Erste Hilfe-Paket könnten wir hier bergen. Kupfer, Chemikalien. Ich glaube aber nicht, dass wir hier 7 Metall oder was finden würden. Probieren wir jetzt einfach mal. Schaut euch das an. 7 Metall. Ja, wie geil ist denn das? Cool. Wo ist jetzt der Schraubenzieher? Ich weiß gar nicht, können wir dann irgendwas machen in den Räumen? Nee, überhaupt nicht. Also das ist dann wirklich so.
Dass es dann nach jeder Mission erst Wirkung zeigt. Weil ich glaube nicht, dass der eigentlich vorher voll, oder? Warte mal, der hatte... Ah doch. Der hatte ja irgendwas mit 86, jetzt haben wir 112, also die zwei Medipacks haben ihn komplett geheilt, das stimmt schon. Ja, okay Leute, also. Das war's für heute. Wir haben die Bonusmission durch, haben unsere Vorräte alles erfüllt, was wir suchen sollten. Haben einen Raum trockengelegt, muss man dazu sagen, und wir haben zwei Räume repariert und das ist natürlich schon sehr gut. Und nach der nächsten Mission kriegen wir ja wieder 10 Energie dazu, da haben wir 15 und so können wir auf jeden Fall wieder zwei Räume dann trockenlegen und uns wieder Vorräte holen. Hier haben wir sogar noch Baupläne, was wir hier bekommen. Gute Frage, was das ist. Wir bräuchten natürlich auch noch, achso, das haben wir, warte mal, verbesserte Stärke, das haben wir. Dass wir dann uns das nächste Mal 10 maximale Gesundheit, denke ich mir mal, holen. Sie gegen Beschwörungspunkte einzutauschen. Medizinischer. Ja, aber wenn wir doch das freigeschaltet haben, wieso wird das nicht aufgedeckt? Ja, müssen wir mal gucken. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.